Wie sind denn Ihre Erwartungen für das neue Jahr? Sind Sie eher optimistisch, sind Sie pessimistisch? Ja, nach den ganzen letzten Geschichten mit Finanzkrise, Korruption und so weiter, jetzt hoffe ich schon, dass es alles wieder besser wird. Mit Optimismus. Und warum? Ja, ich denke, es wird alles gleich bleiben, wie es bisher ist. Optimistisch. Und warum? Ja, weil es bringt immer ein gutes Jahr, bringt immer Vorteile und Nachteile, mehr Vorteile. Also ich blicke sehr optimistisch auf 2013. Warum? Weil ich glaube, dass sich sehr viele Dinge zum Positiven verändern werden für die Welt. Also ich bin grundsätzlich optimistisch. Es gibt für alles einen Weg und eine Lösung. Was sind denn die Themen, die uns im nächsten Jahr beschäftigen werden? Naja, die hören wir ja in den Medien überall, die ganzen Krisen. Obwohl ich denke, persönlich muss man da sich nicht einklinken in so eine Schwarzseherei. Ja, sicher noch wieder die Finanzkrise mit Griechenland, Spanien und so weiter. Ja, ich denke, ein großes Thema wird bleiben, der Umweltschutz und die Situation unserer Umwelt, die Zukunft unserer Kinder. Und Ihre persönlichen Wünsche fürs neue Jahr? Ja, dass meine Familie gesund ist und mein Kleiner da, dass nichts Gröberes passiert und eigentlich so das, die kleinen Sachen im Alltag halt. Für mich selber einfach ruhig wäre und in mir drin einfach verinnerlichen, dass ich nicht alles selber machen muss. Dass auf der ganzen Welt ein Frieden ist, dass auf der ganzen Welt die Natur nicht kaputt geht und dass ich selber natürlich gesund bleibe und alle anderen auch in der Familie. Ja, es wäre ein einfacher Wunsch. Der Wunsch wäre, dass jeder so, wie er sich für sich selber wünscht, für die anderen sorgt. Das Allerwichtigste ist die Gesundheit. Ohne die Gesundheit, alles andere ist Luxus. Ja, ja, dass es so gleich bleibt wie jetzt ist, dass wir keine Unruhen haben und keine Demonstrationen und das alles.